An eines der schlimmsten Grubenunglücke nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland wurde heute auf dem Zwickauer Hauptfriedhof erinnert. Am Morgen des 22. Februar 1960 war es im damaligen Steinkohlewerk Karl Marx zu einer Kohlenstaubexplosion gekommen. 123 Kumpel fanden den Tod, nur 55 konnten gerettet werden. Auch wenn es mittlerweile 56 Jahre her ist, die drastischen Geschehnisse vom Februar 1960 sind in Zwickau weiter präsent. Besonders am Jahrestag der Katastrophe kommen viele zusammen, um der Opfer zu gedenken. Egal welches Wetter gerade herrscht. In diesem Jahr war es ein stürmischer Wind, der den Teilnehmern um die Ohren pfiff. Nach dem traditionellen Stellen an der Blumenhalle setzte sich der Trauerzug um 10 Uhr in Bewegung. An der Spitze marschierten Vertreter des Steinkohlenbergbauvereins und Oberbürgermeisterin Pia Findeis. Noch immer ist der Zug sehr lang. Nicht nur in Zwickau gibt es Menschen, die bei dem Unglück einen Angehörigen verloren haben. Auch aus Werdau, Reinsdorf und anderen Orten kehrten Väter, Brüder oder Onkel von der verhängnisvollen Frühschicht aus dem Karl-Marx-Schacht nicht nach Hause zurück. Am Denkmal für die 123 Opfer wurden Blumen und Kränze niedergelegt und in stillem Schweigen verharrt. Zwei Mitglieder des Steinkohlenbergbauvereins, gekleidet in festlichem Habit, hielten Ehrenwache.